Du bist absoluter Anfänger und willst sofort mit Schlagzeugsolo starten. Wie das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Heute zum Thema Dynamik. Also bleib dran, es lohnt sich. Die Noten zu diesem Solo findest du im Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Schau hier unbedingt mal rein. Wenn dir meine Videos gefallen und du mehr davon sehen willst, dann like gerne dieses Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und empfehle mich gerne weiter. Das Solo, was ich dir hier vorgespielt habe und erklärt habe, ist nur der Anfang eines Solos. Das komplette Solo findest du dann bei Bedarf von mir im Online-Kurs. Da steigst du mal wesentlich tiefer ein und ich erkläre dir wirklich alle Dynamikstufen im Detail mit detaillierten Übungen. Also, das lohnt sich mal im Online-Kurs vorbeizuschauen. Wenn du die ersten Solos noch nicht gesehen hast, dann habe ich dir hier nochmal einen Link reingestellt. Dort kannst du ganz von vorne diese Serie dir anschauen. Wir beginnen hier mit einem Achtelrhythmus auf dem Hi-Hat und zwar solltest du die meisten Figuren schon aus den vorigen Solos kennen, aber hier speziell eine Zusammenstellung von einer sozusagen einem Mix von allen Solos und verschiedenen Dynamikstufen. Was sind Dynamikstufen? Im Grunde ist es einfach gesagt laut und leise und hier gibt es aber diverseste Abstufungen und ein paar werde ich dir jetzt mal vorstellen. Die normale Lautstärke ist sozusagen Mezzo Forte. Das ist, wenn du ganz normal spielst und nicht darauf achtest, dass du besonders leise, besonders laut spielst, das ist so eine Standardlautstärke. Mezzo Forte heißt übersetzt so viel wie halb laut. Und so beginnen wir erst auch den Rhythmus. Und zwar, wie gesagt, Achtelrhythmus haben wir auf dem Hi-Hat. 1 und 2 und 3 und 4 und 2, 4 Snare. 1, 2, 3, 4. 1, 3 und 3 und Bass. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Und noch ein Crashback-Schlag auf die 1. 1, 2, 3 und 4. Im zweiten Takt dann kein Crashbacken auf die 1 und im dritten Takt wieder ein Crashbacken auf die 1. Und den Übergang zum nächsten Teil, ein Flam, also einen leisen Hauptschlag, leisen Vorschlag mit lautem Hauptschlag und rechts. Links leise, rechts lauter. Mehr dazu bei mir im Grundkurs. Ansonsten jetzt auch vereinfacht nur Nummer mit rechts spielen. Und dann auf die Unschläge die Bassdrum. 1 und 2 und 3 und 4 und. Also vollen Viertel mit rechts oder links rechts. Und auf die jeweiligen Unschläge Achteln mit der Bassdrum. Okay, und dann von dieser normalen Lautstärke gehen wir jetzt nach Forte. Das ist dann übersetzt im Prinzip laut. Das heißt ein Stückchen lauter. Und hier gehen wir auch auf das Crashbecken. Dadurch wird es automatisch natürlich schon ein bisschen lauter. Du kannst aber auch ein bisschen fester schlagen. Achtelnoten auf dem Crashbecken, Achtelnoten auf der Bassdrum, 2, 4 Snare. 1 und 2 und 2 und 4 und. Das Bass- und Crashbecken und 2, 4 Snare. 1 und 2 und 2 und 4 und 1 und 2 und 4 und. Und dann kannst du das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreicher machen. Im dritten Takt zum Beispiel, dass du, wenn du mehrere Crashbecken hast oder du kannst auch auf das Hi-Hat oder irgendein anderes Becken schlagen, hier ein bisschen abwechselst. Oder auch noch kompliziertere Figuren und dazu noch die Snare. Okay, und dann wieder ein Übergang zum nächsten Teil. Snare, zum Beispiel zweites oder drittes Tom mit Bassdrum, Achtelnoten, alles drei gleichzeitig. Und hier darauf achten, dass es eben auch gleichzeitig und nicht nacheinander, sondern
gleichzeitig ist. Okay, und dann kommt noch ein Abschlag mit dem Crashbecken und der Bass auf die nächste 1. Und dann geht es weiter im Piano. Piano heißt übersetzt so viel wie leise. Es gibt noch leisere Varianten, aber hier einfach nur leise. Also der erste Schlag noch laut in Forte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2. Das heißt, es sind immer Undschläge, Vierteln mit rechts auf dem Hi-Hat. 1, 2, 3, 4 und zwar im Piano. Dann im zweiten Takt die 1, Bass, aber in diesem zweiten Takt eben im Piano und nicht wie vorhin lauter im Forte. Dann auch auf die 4 und ein Bassdrumschlag, also der zweite Takt hört so an. 1, 2, 3, 4 und. Und dann direkt anschließend die nächste 1 auch wieder Bassdrum und 1. Und 1, 2, 3, 4. Im dritten Takt dann nur Bass, Hi-Hat, Pause, Hi-Hat. Und im vierten Takt Bass, Hi-Hat. Und dann wird es innerhalb des Taktes schon wieder in ein Forte lauter. Du kannst wieder den Vorschlag machen, den Flam, aber auch nur rechts, 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 rechts. Und das Hi-Hat leicht öffnen. 1, 2, 3 und 4 und. Die letzten 4 Schläge also lauter. Wenn du das Ganze weiter vertiefen möchtest, dann schau dir das komplette Solo in meinem Online-Kurs auf meiner Webseite an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Weitere Schlagzeugsolos und auch Songerläuterungen habe ich dir hier nochmal verlinkt. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal.